Selbstüberschätzung, genau, das ist mein Thema heute. Ja, darüber möchte ich heute mit mir selber sprechen vor der Kamera. Ach Mann, wohin soll ich nur mein Geld investieren? In Aktien, Immobilien, Gold oder vielleicht doch Bitcoin? Was ist die beste Altersvorsorge für mich? Mein Berater will mir doch nur irgendetwas verkaufen. Ist mein ganzes Geld weg, wenn die nächste Krise kommt? All diese Fragen werden wir auch in diesem Video nicht komplett beleuchten können. Was wir machen können, ist euch ein Gefühl vermitteln, dass wir wissen, wie es euch geht und wie ihr euch fühlt und warum es halt eben häufig auch zu Entscheidungen kommt, zu Fehlentscheidungen kommt oder halt auch zur Verzögerung. Warum ist es generell so schwer, diese Fragen zu beantworten oder beantwortet zu bekommen? Was macht es so schwierig, Vermögen aufzubauen? Ziel dieses Videos ist es, selbstbestimmt Entscheidungen zu deinen Geldanlagen treffen zu können. Warum gelingt es den meisten Menschen nicht, ihre Geldanlagen selbst in den Griff zu nehmen? Häufig ist es der Konsum von vornherein, der schon gleich die Rücklagen auffrisst. Lebenskrisen, die zu irrationalen Entscheidungen führen. Oder halt Krisen allgemein, ob es an der Börse ist oder in den Nachrichten, ob nur geschürt oder tatsächlich. Und genau hier kannst du mit uns den rein wissenschaftlichen Weg einschlagen. Weg von Gefühlschaos, Verkaufspsychologie und geschürten Ängsten. Hin zu wissenschaftlichem Anlegen, Transparenz und Klarheit. Deshalb heißen wir Transparentfinanz. Genau hier ist es wichtig, einen Experten an deiner Seite zu haben und einen Coach, der dich unterstützt, dein Vermögen aufzubauen und es auch zu behalten. Und dich befähigt, Entscheidungen selbst und bewusst zu treffen. Denn wenn du einfach irgendetwas machst, ohne wirklich zu wissen, was du dort tust, ist dein Geld nämlich schneller weg, als du es zählen kannst. Das ist natürlich schade. Vermögen aufzubauen und es auch in Krisen zu behalten, ist eine Fähigkeit, die du erlernen kannst. Wie cool wäre es denn, wenn du aus einer Krise viel mehr für dich herausziehen kannst, als die meisten, die Verluste machen? Deswegen werden die Reichen in den Krisen immer reicher und die Armen halt immer ärmer. Das ist natürlich schade. Und diese Fähigkeit bekommst du nicht alleinig durch das Lesen von Büchern oder das Schauen von YouTube-Videos. Diese Fähigkeit erlangst du halt wirklich nur, indem du es selbst umsetzt, selbst bestimmt tust. Und ganz bestimmt auch nicht durch deinen Versicherungs- oder Bankberater. Und wichtig ist auch, wenn du dir einen Coach an die Seite holst, dass du die Möglichkeit hast zu hinterfragen und der Coach dir auch wirklich alles transparent aufzeigt, so dass du es wirklich auch verstehst. Allerdings, dass der entscheidende Punkt, bevor ihr euch einen Coach sucht oder einen Berater an die Seite holt, ist, dass ihr euch über euch selbst wirklich im Klaren seid. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel über eure Sparziele euch ganz klar im Bilde seid, dass ihr eure Motive kennt, dass ihr halt eben auch wirklich mal vielleicht reinzoomt, was wollt ihr wann in eurem Leben ja haben, gemacht haben, ne? Oder halt eben vielleicht sogar auch besitzen. Mach doch Folgendes, nimm dir am besten einfach mal wirklich Zeit und ein leeres Blatt Papier, vielleicht auch A3 und nicht bloß A4, dass du mehr Platz hast, dass du mal wirklich brainstormen kannst mit dir selbst, vielleicht auch mit Bildern, vielleicht auch eine kleine Collage für die visuellen Typen, ne, die halt dem hier auch gerade zuschauen, um dein eigener Coach zu sein, um eine Draufsicht zu haben, um vielleicht auch einfach mal aufzustehen und das Gemalte, das Aufgezeichnete, vielleicht auch auf dem Fußboden mal auszubreiten, mit einer Draufsicht drauf zu schauen, welche Emotionen dabei rumkommen, wenn du auf die Bilder, auf die Worte schaust, die du dort aufgeschrieben hast, um wirklich mal für dich rauszukristallisieren, was steckt wirklich dahinter, weshalb tust du das, weshalb stellen sich bestimmte Fragen zum Thema Altersvorsorge, Geldanlage, Vermögensaufbau. Und mit dieser Vorbereitung ist es dann auch einfacher für den Coach, dir wirklich auch dann behilflich zu sein, dort genau dort anzusetzen, wo du dann stehst, mit der Vorbereitung, die du dir selbst erarbeitet hast, um auf deinem Weg weiter Schritt für Schritt voranzukommen, eine Begleitung zu haben und vorbereitet zu werden für die Schwierigkeiten, die vielleicht auch noch kommen können. Ob es die nächste Krise ist, ne? Ob es ja, der nächste Tiefpunkt vielleicht auch in deinem Leben ist oder halt eben auch der nächste tolle Höhepunkt, der halt eben irgendwo kommt und dich auch von deinem Plan wiederum abbringt. Das heißt, Emotionen, auch wenn sie positiv sind, können sie negative Auswirkungen haben und genauso auch andersherum. Und dort eine Unterstützung an der Seite zu haben und du für dich selbst die größtmögliche Sicherheit auch mitbringen zu können. Und so kann man dort ein sehr gutes System zusammen gestalten. Und genau dort können wir euch unterstützen, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ihr ganz genau wisst, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr soweit seid, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt
und euer Vision Board als Beispiel fertig habt, dann könnt ihr uns natürlich gern kontaktieren unter www.transparent-finanz.de. Und wenn ihr noch nicht so weit seid, dann guckt euch doch am besten genau dieses Video hier an.